Das ist doch... Oh Mann. Das ist nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. Ich sollte die mal alle herholen. Und dann sollten... Okay, den schon mal bekehrt. Okay, ich hänge hinterher. Ganz klar. Ich sollte... Also Lager der Unsterblichen. Bisher Unsterbliche haben gute Dienste leisten können. Vielleicht sollten wir mal... Oder von denen auf definitiv mehr. Holy shit. Hoffentlich wird hier mal die Dings fertig. Die Festung. Weil sonst habe ich hier gleich echt... brennenden Hintern. Ja, so viel zum Thema, wenn man sich drauf verlässt. Er verschanzt sich und hat starke Verbarrikadierung seiner eigenen Basis. Ist ja auch nicht so das Geile jetzt. Verdammte Axt auch nochmal. So, was haben wir hier da oben stehen? Auch wieder zwei. Die hatten... Ja, alles klar. Okay, jetzt wird's eng. Jetzt soll das Ding auch wirklich fertig werden. Ah, okay. Wundervoll. Die bauen dann an dem auch nochmal mit. Und hier kommen nochmal zwei hinzu. Der darf dann auch geupdatet werden. Und ein paar Unsterbliche sollen jetzt hoffentlich die Unsterblichkeit hier ermöglichen. Nochmal mehr von denen. Oh, ihr seht schon, ich bin tatsächlich nicht so der Obermeister in solchen 1 vs 1 Dinger. Aber wenn es mal um Koops geht oder sowas, tatsächlich, man möge es vielleicht am Anfang nicht glauben, schaffe ich tatsächlich doch noch bessere Sachen, was heißt bessere Sachen, noch schaffe ich es noch zu gewinnen. Ja, nun gut, wir bräuchten auf jeden Fall hier noch ein bisschen Support von der Seite. Die sind ja auch dabei und Steine sind jetzt erstmal aus. Hier haben wir noch Gold. Nächste Steine haben wir hier. Dann können wir nochmal locker ein paar dazu nehmen. Die noch dazu. Jeweils 30, 20, 40. Das ist schon ein Sümmchen. Meine Güte. Also da kommen die mit Holz auch nicht mehr weit, ne? Das ist echt Wahnsinn. So, Turm ist geupdatet, das ist schon mal gut. Dann sollten wir jetzt auch mal gucken, dass ja die Kriegsange haben wir. Wo ist sie denn? Die Waffenschmiede, ja. Ja, mit ohne Holz ist doof. Mit so wenig Holz. Muss auch noch ein bisschen mitmachen hier. So. Der noch dazu 150 und auch 150. Der ist im nächsten Zeitalter erst, haben wir auch. Oh weia. Da fehlt noch ein bisschen was. Hier nochmal ein Pferdchen, auch mit 50. Oh weia. Kommt natürlich von der Seite, wo man es ja natürlich erwartet hat. Na, hol ich sie rein? Ja, ich hol sie rein. Scheiße. Nicht sterben, Kinder! Nicht sterben! Oh mein Gott! Oh, das ist echt bitter. Es sind ja wirklich nicht viele Einheiten, aber die einzelnen, die Hoplite, oh mein Gott. Und Meister Sarisu, das sind dann auch diese Größe. Dann könnte ich theoretisch auch berittene Bogenschützen so weit aufrüsten, bis unter die Lehne, dass es kracht. Fehlen aber immer noch Ressourcen. Ist noch nicht genug dafür da. Waffenschmiede fehlt auch noch Holz. Müssen noch mehr Leute Holz hacken. Das ist unglaublich. Von denen dürfen noch ein paar mehr dazukommen. Von denen auch. Und den könnte man auch nochmal hochrüsten. Nehmen wir doch mal einen, der sich nochmal um ein Feld kümmert. Na, machen wir zwei. Da ist schon wieder Holz weg. Nochmal einen, der ein bisschen hacken geht. Sind ja sowieso weniger. Alle gestorben. Dann haben wir noch einen dazu. Vielleicht auch einer. Jetzt kommen die wieder von da. Okay. Zack the Bean, Chuck the Bone. Okay, mit den Unsterblichen funktioniert das aber ziemlich gut, wenn ich das hier mal angucke. Und jetzt habe ich mir natürlich selber in den Po gekniffen. Also den nochmal. Und das Thema Holz ist schon wieder. Meine Güte, das kann doch nichts werden hier. Ein paar Unsterbliche. Noch ein paar Schnitzer hier. Ich glaube, ich sollte mit Unsterblichen hochrüsten, aber da haben wir tatsächlich... Oh. Ah, da... Haben wir tatsächlich dann Schwund von jeweils 2 Punkten, was schon ordentlich ist für eine Einheit. So, dann soll mal der eine Krieger hier mal ein paar Löwenschnetzeln gehen, weil wenn
Senior Simba hier andauernd meine Dorfbewohner wegschnetzelt. Das geht natürlich... Ach, nee. Das macht traurig. Wenn ein Löwe die Einheiten wegmetzelt. Ach, Gott. Nehmen wir nochmal einen von denen. Kann zwar viel Schaden einstecken, aber wohl nicht viel austeilen. Was echt traurig ist. So. Ich bräuchte nochmal hier bei der Holzzahl. Das geht ja gar nicht. Okay, der hat den jetzt. Das ist gut. Nimm noch mal den Löwen, der weniger Energie hat. Und dann... Na, komm schon. Zack. Und dann stirb einfach mal hier. Das ist okay. Hier oben geht's mit dem Shit weiter. Fehlen nur noch zwei. Auch zwei für ein Pferdchen. Dann soll sie mal schneller Häusle bauen. Okay. Es wird intensiv. Ich werd schon verrückt hier. Ich werd schon ganz rallig. Aber... So, es geht zwar hier auf Gold, aber was soll's. Mit denen funktioniert es ja scheinbar ganz gut. Ja, brauchen wir von denen noch ein paar. Und eigentlich müsste man hier auch nochmal zwei Casual mit reinstecken. Und da würde ich auch ganz gerne mal voranschreiten. Aber das ist ja leider alles nicht so einfach hier. Vor allen Dingen auch mit der Nahrung gerade, wie mir auffällt. Und hier müssen schon wieder Dorfbewohner dran glauben, weil die mit einem Löwen kämpfen müssen. Vielleicht soll ich den hier nochmal die Gesundheit ausbauen. Zack, bietet sich an. Die hier machen schön fleißig weiter, der ist auch zwei. Wenn Kavallerie nochmal kommt, nehmen wir den hier. Und jetzt ist hier auch Gold hinüber. Lass uns doch mal hier unten unser Gold zurückholen. Und hier ist auch Gold weg, deswegen. Das ist natürlich eine Scheiße. Und da kommen sie wieder an. Und jetzt klingelt Skype. Tschüss, ich bin gerade nicht da. Die sind hier hinten, sind mit Bogenschießen schon gut dabei. Dann können wir nochmal einen von denen hier dazu packen. Ohlala, Drogen. Sind auch... Alter, ist schon nicht schlecht. Meine Güte. Okay. Funktioniert aber doch ganz flott eigentlich, meiner Meinung nach. Doch, wir sollten dann bei Unsterblichen weiter ausbauen. Ich glaube, das bietet sich an. Gold, definitiv ein Thema. Gut, die haben es soweit geschafft. Wer ist er denn hier? Achso, der ist bekehrt. Ein Magus eventuell noch. Auch wieder mit 100 Gold dabei, was jetzt ja auch gerade knapp ist. Aber ich glaube, das wäre intelligent, wenn man es machen würde. Und nochmal ein... Ich weiß nicht, was haben wir hier? Veteran, Azabara. Ja... Man könnte es tun. Man könnte es tun. Ich glaube, ja, bei. Es sind ja eher Nahrung. Doch, sollte man machen. So, und nochmal ein Dorfbewohnerleinchen. Und hier unten, die sind ja sowieso dabei am Holzhacken. Und kaum ist man da mit der Maus drüber, schon. Oh, jetzt reicht sie aber. Komm. Schnetzelt. 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 So, Simba am Spieß. Dann geht's also weiter mit Holzhacken. Dankeschön. Hier oben geht's auch mit dem weiter. 663 und ja, definitiv mehr. Problem ist hier nur natürlich auch das Gold. Mann, so schnell können die gar nicht hacken. Auch wenn die Zahl hier runter tickert, wie nichts Gutes. Hier oben würde ich auch nochmal gerne, aber das ist mir noch zu heiß. Es ist mir noch zu heiß. Und ich würde gerne eine Billo-Einheit. Nicht den Unsterblichen. Hier eine Billo-Einheit. Habe ich eine Billo-Einheit? Eine Billo-Einheit habe ich hier nicht. Dann nehmen wir nochmal so einen Veteran. Sparabara! Den ich dann mal hochschicke und mal gucken, wie es da aussieht. Ich muss ins nächste Zeitalter, um das Palindonon zu bekommen. Denn damit kann man wirklich ganz gemein und auch von hinten rum die Gebäude des Gegners schon mal schön, zumindest teilweise für den Anfang, schon mal angreifen und ja, unschädlich machen, beziehungsweise versuchen. Deswegen muss ich jetzt unbedingt ins Goldzeitalter. Die anderen Ressourcen sind soweit alle da. Bis auf... Ah, ich sehe gerade Stein. Der Stein muss nochmal... Oh, oh. Was haben wir denn da? Vielleicht... Jetzt habe ich ja meine Billo-Einheit. Vielleicht ist hier oben ein bisschen Stein. Welches ich übersehen habe bisher. Wir haben ja hier, klar, aber da ist der Angriffspunkt. Obwohl, vielleicht von hinten. Oh, werden wir sehen. Okay. Ich könnte weinen, aber jetzt ist schon mal genug da für eine Waffenschmiede. Hier soll ich nochmal einen Wachturm hinstellen, fällt mir gerade auf. Oder noch eine zweite Festung, oder? Weiß der Geier. Ja, doch, bietet sich an.
bietet sich definitiv an. Jetzt zack, ab ins Goldzeitalter, es ist soweit. Wow, ich werde schon irre hier. Ihr seht, Age of Empires Online macht mich teilweise wirklich wahnsinnig. Da fange ich an zu reden wie ein Wasserfall, weil es macht mich nervös. Hier wird schon wieder rot. Ja, natürlich. Jetzt kommen die damit als erstes an. Nichts anderes erwartet. Natürlich mit der Kavallerie, bis es kracht. Und ja, gegen die hier meine ich. Die hier meine ich. Palintonon. Och. Die Dinger hätte ich nämlich jetzt auch gerne gehabt. Wenigstens zwei Stück, damit ich damit schon mal hätte losdüsen können. Aber Festung ist jetzt weg. Die... Oh, scheiße. Hiergegen kann ich auch nicht mehr viel machen. Ich würde sagen, dieses Match ist fürs Erste erstmal gelaufen, ehrlich gesagt. Weil die Ressourcen mit dem Gold... Ne, das reicht jetzt nicht. Dorfzentrum steckt auch noch in der Weiterentwicklung. Marktplatz, ich glaube nicht, dass es noch... Okay, das Match ist also durch. Nee, da lohnt es sich tatsächlich nicht. Man könnte natürlich sagen, ich baue jetzt hier auf einer anderen Stelle nochmal ein Dorfzentrum auf. Hier wäre übrigens Stein gewesen in einer sicheren Ecke, schade. Man könnte jetzt sagen, ich baue jetzt an einer sicheren Stelle das Ganze nochmal auf, aber ich glaube, das ist jetzt auch irgendwie Käse. Warte mal, ich probiere einfach nochmal hier so einen letzten... So einen letzten Lebensstoß hier, 450... Ohne der Festung. Ich muss eine neue Festung bauen. Scheiße. Mal gucken. Versuchen wir es einfach nochmal. Und dann. Okay. 260 Gold. Das reicht hier mal für ein paar von denen. Lalalala. Und Nahrung ist jetzt auch hinüber. Ja, schade. Die schmeißen natürlich jetzt hier mit Pfeil und Bogen, was ja ziemlich ineffektiv ist. Ja, gib mir mal ein Pferdchen. Mit 5. Ach, wieso denn so wenig Nahrung? Ah ja, ich habe ja gerade 1000 rausgeschmissen. Ah. Ja. Versuchen wir nochmal eins. Hier kommen die auch schon. Ah gut, die ziehen sich das Holz. Wo ist er denn da? Ja, gut. Kommt mal direkt hier rein, genau. So hatte ich es ja eigentlich auch vor. Genau so hatte ich es vor. Weil eben mit diesen beiden, wenn man die auch etwas weiter außerhalb platzieren würde, schon einiges machbar ist. Und hier hinten geht es natürlich weiter. Schon wieder mit den Katapulten und nochmal mit Kavallerie. Ja, also das ist glaube ich schon klar, dass man hier nicht mehr viel machen kann. Auch wenn ich jetzt hier mir noch ein paar Pferdchen hole. Ihr seht, Gold, Nahrung, daran wird es nämlich gleich scheitern. Ich bin nicht schnell genug in Sachen Nahrung, in Sachen Ressourcen sammeln, leider. Tja, also dieses Match ist meiner Meinung nach jetzt erstmal gelaufen. Wir können ja gemeinsam gerne nochmal zugucken, wie jetzt hier mein kleines Imperium untergeht. Aber fürs nächste Mal würde mich tatsächlich mal interessieren, wie würdet ihr denn so eine Strategie noch verfeinern, beziehungsweise ganz anders machen, so weit verbessern, dass man eben nicht in solch eine Situation kommt, dass hier gleich von der rechten Seite ich mit ekelhaft vielen Dingen überrollt werde und immer noch nicht die entsprechende Katapulte habe, um auch deren Stadt mal so ein bisschen von der Seite zu pieksen. Wenn ihr da entsprechende Idee habt oder so, postet das doch mal gerne in die Kommentare, weil hier ist jetzt eigentlich erstmal Schicht im Schacht. Ich gucke noch einfach mal hier kurz um die Ecke, was mich gleich erwarten wird. Aber die werden wahrscheinlich eh wieder von oben angreifen. Von daher... Ja. Wo seid ihr denn? Ihr geht auf Streifzug und knallt hier mein Lagerhaus ab und verzieht euch dann wieder. Ihr seid ja echt abartig. Dann brauche ich mal wieder einen neuen Dorfbewohner für Gold. Auch wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass es nicht funktionieren wird. So, jetzt schnetzle ich eure Dorfbewohner weg. Lass doch mal gucken. $250 Gold. Tja, wo kriege ich das Gold her? Ich glaube, ich ziehe es mir tatsächlich jetzt einmal von hier oben. Zack. Ja, die natürlich nicht. Die kommen hier zurück. Jetzt mit meiner Handvoll Einheiten hier. Ah ja, okay. Ah ja, ab hier schon, ne? Das ist ja auch pervers. Scheiß Belagerungswaffen hier.
Wie war das noch mit dicker Barrikade? Meinen damit tatsächlich diese Einheiten oder immer die paar Türmchen, die hier rumstehen? Boah, nee, das lasse ich so nicht auf mir sitzen. Aha, da ist der Rest, war ja klar. So stark. Ach so, hier kommen die jetzt. Ach, ihr wolltet schon von der anderen Seite kommen. Ihr kleinen Arschgeigen. Und es fehlt trotzdem noch das Gold. Klar. Lauft ins Verderben. Ich nehme mir mal einfach das Gold hierfür jetzt weg. Und schau mal, was wir denn noch mit kleinen Billigeinheiten machen können. Wahrscheinlich nicht mehr viel. Und hiervon machen wir uns auch nochmal. Fehlt auch wieder Gold. Und nochmal Gold. So, und dann zerknall ich dem erstmal die ganzen Lagerhäuser, damit das auch mal von den Ressourcen her funktioniert. Es fehlt ein Huni. Gib mir mal ein Huni. Gib mir ein Huni. Komm, 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 gib mir ein Huni. 98. Na, da geht noch was. 98, 136. Den schon mal Sicherheitsverwahrung hier in die Ecke stellen. Wenn das dann überlebt. Bis zur Sicherungsverwahrung. Was ich natürlich schwer hoffe. So, hier fehlt wieder Gold, ganz klar. Leidet von wenigstens einer Billo-Einheit. Nehmen wir also den. Da ist schon mal ein Lagerhaus. Warum eigentlich nicht, oder? Hauptsache, die Schweine kriegen kein Gold. Ihr seht jetzt, was ich damit meine. Obwohl, na, nicht zusammenpacken, nicht zusammenpacken. Solch ein Katapult hat eine wundervolle Reichweite. Und da kommen sie natürlich. Da kommen sie jetzt alle. So, was geht? Kann er noch so viel ausrichten? Ah, erstmal einpacken die Kiste. Wird nicht funktionieren, weil auch hier meine Festung gleich in die Knie gehen wird. Leider. Die einzig gute Einheit. Das Palintonon ist jetzt hier hinten leider nackt ausgeliefert. Ja. Einer gegen drei. Das ist wirklich ganz großer Käse. Und damit ist auch mein Katapult jetzt hinüber. Und die Ressourcen, okay. Also das Thema hat sich jetzt tatsächlich erledigt. Das Match ist verloren. Ich würde sagen, es wird bald Zeit für ein weiteres Match hier auf meinem Let's Play-Kanal. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, mir auch mal beim Zocken zuzugucken. Auch wenn ich, wie gesagt, nicht so der Pro-Gamer bin, ganz klar. Aber es macht Spaß. Ich meine, man beschäftigt sich mit so einem Thema und es ist lustig. Und ja, ich freue mich schon ein bisschen darüber, mit euch diskutieren zu können. Hier antworte ich auch ganz bestimmt, wie auch auf meinem Hauptkanal, auf eure Kommentare. Keine Sorge und bis dahin würde ich sagen, macht's gut und bis zum nächsten Let's Play. Ihr könnt auch gerne Vorschläge posten, was ihr vielleicht so sehen möchtet, worüber ich ein bisschen quatschen kann und ein bisschen spielen kann. Ich bin gespannt. Ne? Also bis dann, macht's gut. Tschüss.